Hallo Freunde, hier ist das Foxys A-Team. Ich bin MacGyver und ich spiele jetzt mal ein lustiges Spiel. Das heißt Bilderraten. Man muss hier die Bilder raten. Und ich bin hier mit meiner Tochter Samantha, die gerade Fischstäbchen essen tut. Ja, ich fange mal an. Ich darf wohl fünf Bilder klicken, das sieht man da oben. So, da sieht man nix. Da sieht man. Oh. Das ist bestimmt ein Kaktus. Schauen Sie mal, ich habe richtig. Samantha, machst du das nächste? Wieder fünf Sachen öffnen. Eieiei, ist das. Du siehst ja gar nichts drauf. Was könnte es sein? Okay, das ist damit nicht so richtig geholfen. Da unten geht's wohl helfen, oder? Ja, das wird wohl helfen. Das überlegen wir aber. Also für mich wäre es ein Tower zum Beispiel. Ein Tower? Aber es passt nicht von den Nee, Buchstaben laut her. den Buchstaben da unten gibt es das nicht. Was könnte es sein? Das ist ein kostenloses Spiel und das Play Store, das kann ich euch mal empfehlen. Das ist total interessant. Obwohl ich dringend mal Hilfe, ja? Manchen. Wir gucken ein 10 Sekunden Video an. Wir müssen das einfügen, weil das ein kostenloses Spiel ist, damit wir Videos machen. Ich habe mal leiser gemacht. Nervt ja. Müssen wir die Zeit abwarten? Ja, ne? Ja? Ne? Dann geht's mal weiter. Jetzt hast du. Das kann der. Was hat das jetzt gebracht? Was hat es jetzt gebracht? Wir können uns 1000 Videos angucken und das kann. Ja. Ah, wir haben ja Münzen gekriegt. Okay. Und was bringt es das jetzt? Können wir die Münzen? Nee, die Leute machen wir hierfür. Ach so. Erhalte. Freunde fragen. Ach so, erhalte dich für 10 Münzen. Erster Buchstabe. Überspringe Level. Wir machen da und nochmal. Zwei Basse weitere. Wir haben uns zwei weitere Kästchen erkauft. Ah, damit kommen wir schon weiter. Weiß es. Ja, Tasse. alles klar. Ich gebe die Tasse ein, aber Tasse gibt's nicht. Ja. Ich werde auch sagen, das ist groß, das ist ein Becher. Soll ich schreiben? Oder das ist ein Topf. Ich sag, das ist ein Becher. Sind Becher gleicher. Nein, Tassen sind kleiner, Becher sind groß. Machen wir das nächste. So, ich habe wieder fünf Stück. Das ist eine Kokosnuss, oder? Ja, ich lasse ja eine Kokosnuss. Kokosnuss. Doppel-S. Ach so. Wunderbar. Das haben wir geschafft. Nein, ich will ja nicht installieren. Freunde, holt euch das Spiel. Das ist total toll. Echt. So, wie kriege ich das wieder weg? Einfach nur zurück. Wir gehen auf weiter.
Tag. So, was? Okay, jetzt haben wir Intermach. Wieder 5 Stück. Sehr schön, sehr schön. Okay. Das sind so Spiegel, würde ich sagen. Ja, ich werde ein Spiegel sein. Okay. Oh, das hast du sowieso ganz gut gemacht. Weiter. Jetzt mache ich die nächsten 5. 1, 2. Das ist eine Statue. Also gibt es aber kein R. Statue heißt das ja, ne? Genau. Bitte bewerten Sie das Spiel. Nein, möchte ich nicht bewerten. Ich bin da nicht angemeldet. Eine Statue. Komm weiter. Na, was kann das sein? Honig, denke ich mal. Wespe, oder? Honig, genau. Honig. Sehr schön. Geht weiter. Doch noch mal ein möchtest, ne? Oder falls Papa noch möchte. Dann ein Zebra. Das war ganz leicht. Geht wieder weiter. Socken. Oder Strümpfe, besser gesagt. Socken werden mit Zebra geschrieben. Und schon wieder hat man hier das nächste. Achso, so einfach geht das. Wir machen weiter. Ich will mal was trinken. Ah, was kann das sein? Dann mache ich da mal auf und das ist ein Kamel. Oder? Dafür musst du die Höcker sehen. Ich habe da keine Höcker mehr. Oh. Ich habe keine Ahnung. Na, kommst du drauf? Und jetzt habe ich das K. Oder wird es mit C geschrieben? Das ist ein Sessel. Das ist ein Sessel. Nein, kannst du die auch wieder wegnehmen? Sessel mit Doppel-S. Sehr schön. Der Buchstaben kann ich nicht so, noch nicht so gut. Das ist dann eine Apfelsine, oder? Oder eine Orange. Oder eine Orange. Orange. Zum Beispiel Orange. Bitte schön. Und jetzt das Zitronen.
Gut. Keine Ahnung. Wenn ich essen, spielen, super. So läuft es hier bei den Foxys. Wir spielen in allen Lebenslagen. Das ist ein Schwein. Auch beim Essen, auch beim Kaffee. Scheiße, wie heißen die? Raspel? Wie heißt die in der Küche, das Teil da? Eine Reibe. Eine Reibe. Ja. Immer schön zuerst die Mitte gucken. Das ist doch Baseball. Wird Baseball geschrieben, oder? Oh. Was meint ihr? Baseball. Haha. Ich bin doch gar nicht so schlecht, oder? Was meint ihr? Eieieiei. Weißt du das? Nee. Was war denn das erste? Was? Gut, dass das könnte ein Tower sein. Eine Tasse. Tasse. Okay. Ein Becher. Okay. Schläf. Ein Milchshake, oder? Ein Shake. Oder? Passt auch nicht. Wie wär's mit einem Joghurt? Das hätte ich ja nie gewusst. Oh, jo. Joghurt. Mit TH. Wo kommt das her? J-O-G-H. Wo kommt das her? So, liebe Freunde, und jetzt mal so ganz unter uns, ne? Auch liebe Eltern. Lass die Kind das einfach spielen. Das ist auch so ein schönes Lernspiel mit zu. Lernt man schreiben, unbewusst. Also ich finde das echt gut. Und ein bisschen was denken. Ich bin ja auch nicht so ein guter Rechtschreibprofi, sag ich mal. Jawohl! Was soll das sein? Google Map, Handy, Tablet. Ich sag jetzt mal, bestimmt irgendeine App soll das sein. Eine Navi. Wie schaut man? Langwort für Navi? Navigation. Navigation. Navi. Gation. Wunderbar! Ha! Okay, Papa. Ja, ich
Ich weiß schon. Ein Pinsel. Ja. Ja? Die Werbung nervt. So, damit verabschiede ich mich mit dieses Video. Ich wollte euch einfach mal zeigen, ein kleines Ratespiel. Kostenlos, kann man sich gut downloaden. Schön für ein Tablet, vielleicht auch für ein Handy, für Bus unterwegs. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das vielleicht einfach mal zu machen. Und lasst die Kinder spielen. Das ist echt ein Lernspiel. Bis dann, euer MacGyver's Fuck This 18.